Armer kleiner Honigtau. Sein Fischzug verläuft anscheinend nicht so ganz nach Plan. Und seine Mutter lässt ihn dabei nicht aus den Augen. Als würde sie ihm nachspionieren. Na komm, kleiner Donner, muntern wir den kleinen Pechangler mal auf. Hallo, Honigtau. Übst du da Fische fangen? Ja, Kari. Und wie sieht's aus? Wird's was? Ihr werdet sehen, es gibt ein Festschmaus. Wieso ist denn deine Mutter nicht bei dir? Die kann doch so toll Fische fangen. Und wenn sie dir hilft, entwischt dir keiner. Ach, meine Mutter, die habe ich verlassen. Wie verlassen? Mir reicht's, ständig dieses Geknuddel. Ich bin jetzt groß und da brauche ich keine Hilfe mehr. Ich komme schon allein zurecht. Also, wenn du ihm nicht hilfst, wird Honigtau heute noch ganz schön Hunger kriegen. Den ganzen Tag schleppt sie was zu essen für mich an. Sie behandelt mich, als ob ich noch ein Baby wäre. Es wird Zeit, dass ich auf meinen eigenen Tatzen stehe. Die Zeit ist reif. Ich habe meinen Mut zusammengenommen und bin einfach alleine losgezogen. Du kannst sie gerne fragen, Yakari. Sie war einverstanden und macht sich keine Sorgen. Alles kein Problem. Alles kein Problem? Gleich. Oh, schon wieder entwischt. Ich hab einen Honigtau. Hier, fang, den hast du dir verdient. Bleib gefälligst hier. Nanu, wie ist denn das passiert? Mein schöner Fisch. Das ist ja ein Pfeilhonigtau. Ein Jäger also. Hier am Ufer haben wir überhaupt keine Deckung. Schnell weg. Den Fisch bringe ich lieber schnell in Sicherheit. Ich habe ihn verfehlt. Kleiner Falke wird bestimmt niemals ein so guter Jäger werden wie du. Lass dich nicht entmutigen. Du musst noch sehr viel lernen, aber das wirst du sicher auch. Wir fangen ganz einfach an. Komm, wir folgen dem kleinen, schwachen Bärenjungen. Seine Höhle muss ganz in der Nähe sein. Das wird eine leichte Beute für dich, kleiner Falke. Solange sich Jäger hier rumtreiben, bist du in großer Gefahr, Honigtau. Du musst wieder zu deiner Mutter zurückgehen. Sei nicht dumm. Ich hab doch so eine schöne neue Höhle. Und auch eine Freundin, die mir hilft. Die passt nachts auf mich auf, denn tagsüber schläft sie. Wenn mein neuer Nachbar mich auch schlafen lässt, heißt das. Der Kleine da macht einen Riesenkrach. Sieh mal, das da ist mein Freund Yakari. Er kann mit allen Tieren sprechen. Ah, guten Tag, Yakari. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Wie heißt du denn? Ich habe keinen Namen. Ja, ich weiß einen. Die, die ihr Herz im Gesicht trägt. Der ist aber ziemlich lang, oder? So ein hübscher Name, den nehme ich. So ein hübscher Name. Guten Tag allerseits. Ich werde noch ein bisschen schlafen. Ja gut, bis später. Die ist nett, was, Yakari? Die ist nett? Das ist vielleicht dieser Jäger. Ach wo, das war bestimmt meine Mutter. Sie folgt mir. Ich kann sie gut hören. Wenn's wo kracht, ist es meine Mama. Seit ich mich mit der Schleiereule angefreundet habe, brauche ich niemand mehr in meiner Nähe. Sei vorsichtig, Honigtau. Der Jäger könnte dich hier hören. Hast du gesehen, wie geschickt die Eule ist, Yakari? Genau das Gegenteil von meiner Mama. Sie trampelt nämlich nicht alles platt. Sie ist kaum zu hören. Meine neue Freundin bewegt sich leicht wie eine Feder. Oh, was denkt er sich? Von meinetwegen. Dann sieh nur zu, wie du allein zurechtkommst, wenn das so ist. Hast du gehört? Ich werde es nie schaffen. Unsinn, du wirst das Bärenjunge erlegen, kleiner Falke. Ich sag doch, sie spioniert mir nach. Er will es alleine schaffen. Recht hat er. Einmischen darf ich mich da wirklich nicht. Ich werde ihm nicht hinterherlaufen. Mich interessiert's überhaupt nicht. Ich wusste doch, dass hier irgendwo ein Bienenstock mit richtig gutem Honig ist. Bist du auch ganz sicher, dass Bären das so machen? Klar, Yakari. Das kannst du mir glauben. Denn eins steht fest. Wenn's um Honig suchen geht, bin ich der Größte.
Du willst mir aber nicht so hinterherlaufen wie meine Mutter, oder? Hm. Willst du auch Honig haben, Yakari? Honigtau! Du kannst ja richtig gut fliegen. Jäger, ich wusste es. Die kommen so schnell nicht wieder. Wir müssen dem Bärenjungen eine Falle stellen. Ja, nur wie? Das ist aber lecker. Das ist das erste Mal, dass ich Freunde zu mir zum Essen einladen kann. Der Junge. Solange der bei dem Bärenjungen ist, können wir gar nichts unternehmen. Der stört. Ich wüsste, wie wir das ändern. Wir graben eine Grube und locken den Bären da hinein. Und zu der Grube legen wir eine Spur aus Honig. Dem Geruch kann er nicht widerstehen. Fertig. Und jetzt legst du eine Spur aus Honig bis zu seiner Höhle. Ach, heute Abend ist ja Kari bei dir. Dann nutze ich mal die Gelegenheit zum Jagen. Vielleicht sind die Jäger doch wieder zurückgekommen. Wir sehen nach, kleiner Donner. Wenn sie es wirklich sind, werde ich mit ihnen reden. Jetzt bist du da. Geht klar. Da sind sie. Sie trennen sich. Was machen wir, kleiner Donner? Gut, dann dem hinterher. Jetzt bin ich wirklich das allererste Mal ganz allein. Endlich. Ich werde noch mal ein bisschen aufräumen. Und dann könnte ich auch eigentlich langsam schlafen gehen. Es wäre schön, wenn meine Mama auch hier wäre. Er muss ja solche Angst ohne mich haben. Ich gehe zu ihm. Nein, ich lasse es bleiben. Nein, nein, ich darf mich nicht aufregen. Yakari ist ja noch da. Wie? Wo kommt denn dieser Geruch her? Das ist doch Honig. Der Honigduft kommt von da. Und wo Honig ist, ist meine Mutter nicht weit. Oh. Hilfe! Na bitte, ich habe ihn also endlich gefangen. Das Bärenjunge gehört mir. Ich habe es geschafft. Endlich mache ich großes Stachelschwein stolz. Na? Zu meiner Mama. Yakari, du musst schnell kommen. Honigtau ist in eine Grube gefallen. Los, schneller, kleiner Donner. Ich führe euch. Aua. Schneller, Yakari, du musst dich beeilen. Ist aber ganz schön schwer. So ist das, wenn man zu viel Honig futtert. Such seine Mutter! Schluss jetzt! Lasst ihn in Ruhe! Wieso? Seit wann dürfen denn kleine Kinder Jägern die Beute klauen? Er ist noch ganz klein. Seit wann vergreifen sich große Jäger an Bärenjungen? Seid ihr etwa zu schwach für Beute in eurer Größe? Wir sind nur zu zweit und suchen für den ganzen Stamm Nahrung. Wenn ihr den Kleinen da freilasst, dann zeige ich euch Beute, an der viel mehr dran ist als an diesem kleinen Bären. Ach, wirklich? Und wo soll die sein? Da ist sie ja. Mama! So. Also mir macht sie auch ganz schön Angst. Mama! Kennst du eigentlich schon meine Mama? Sie ist super stark.
Allerdings. Ich habe so ein Glück, so eine Mama zu haben. Meine Beschützerin. Dankeschön. Ich danke dir, dass du so gut auf meinen Sohn aufgepasst hast. Drück ja nicht so doll zu, Mama. Oh, ja, bitte entschuldige. Das wollte ich nicht. Wo ist denn Yakari? Bei ihm wollte ich mich auch bedanken. Jetzt, wo er seine Mutter wieder hat, wird Honigtau sicher nichts mehr passieren. Wollen wir nicht auf Wiedersehen sagen? Lassen wir die beiden lieber allein. Na, und um ganz ehrlich zu sein, kleiner Donner, ich habe Angst vor der Umarmung der Bärenmutter. Nicht mal probieren, Yakari? Und guck mal hier, ich habe eine schöne Muschel gefunden. Hier ist wirklich was los. Was da wohl drin steckt? Hey, das war mein Fisch. Ich finde euren Sumpf klasse. Das stimmt. Unser Sumpf ist der tollste Ort der Welt und es wimmelt hier von spannenden kleinen Tierchen. Gut gemacht, Bruderherz. Igitt, für meinen Geschmack ist hier nichts dabei. Na, was ist? Träumst du gerade? Du könntest mir sehr gerne helfen, Yakari. Ich muss Wasser fürs Dorf suchen. Wasser suchen? Wieso denn? Aber hier gibt es doch mehr als genug Wasser. Greif zu, Regenbogen. Nein, ich glaube, das ist keine sehr gute Idee. Die Frauen sind noch nie zum Wasserholen hierher gekommen. Die Sümpfe sind wohl für unseren Stamm nicht gut. Ach was, jetzt komm. Hier gibt's so viele tolle Tiere zu beobachten. Eben, hier sind es etwas zu viele. Seit wann hast du denn Angst vor kleinen Tieren, Regenbogen? Jetzt auch noch eine Schlange. Nanu, seit wann hast du denn Angst vor kleinen Tieren, Yakari? Du solltest bloß nichts von dem Wasser schlucken, rate ich dir. Willst du mitkommen zum Wasserfall? Warte doch, Regenbogen, ich helfe dir beim Tragen. Kannst du uns erklären, warum das Wasser aus dem Sumpf nicht gut für uns ist? Wisst ihr, für uns ist alles gut, was galoppiert, wie die Pferde in der Prärie. Oder das Blut in unseren Adern. Und mit dem Wasser ist es genauso. Wenn es in den Bächen und Flüssen galoppiert, dann tut es uns gut. Aber das stehende Wasser im Sumpf, das bringt Gefahr. Es ist wahr, Yakari. Aus dem Sumpfwasser droht euch Gefahr. Nein! Es war nur ein Albtraum. Was meinte großer Adler nur? Es hatte was mit dem Sumpf zu tun. Ich muss dahin. Nein, das macht ihr nur Angst. Ich reite allein in den Sumpf. Blitz und Donner mag ich nicht. Das weißt du doch. Ja, ich weiß. Aber ich mache mir Sorgen um die Tiere im Sumpf. Ich muss verstehen, was großer Adler mir sagen wollte. Eine Opossummutter! Ihr dürft nicht weiter. Dort ist ein Ungeheuer, das wird euch auffressen. Ein Ungeheuer? Im Sumpf da? Versteckt euch, Kinder! Was war das? Gewitterdonner? Oh nein, das war ein Tier. Und zwar ein Tier, das ich nicht kenne. Ist sie vor Angst gestorben? Das ist ein Trick. Sie tut nur so. Manche Tiere können sich totstellen, wenn sie in Gefahr sind. So wie die Opossummutter. Dann lassen sie Angreifer in Ruhe. Steigt sofort auf, meine Kleinen. Wir müssen schnellstens weg hier. Die Waschbären.
Jetzt sagt mir bloß nicht, dass ihr auch auf der Flucht seid. Doch, wir können nicht mehr im Sumpf bleiben, Yakari. Da ist ein neues, riesiges Ungeheuer. Es hat ein riesiges Maul und es frisst alles, was sich bewegt. Bitte hilf uns, Yakari. Das ist das Wesen aus meinem Traum. Kein Tier zu sehen oder zu hören. Sie sind alle verschwunden. Der Silberreiher. Der war doch auch in meinem Traum. Oh, er ist so hübsch. Oh. 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 Was war das für ein Monster? Ich weiß es nicht. So ein Tier habe ich noch niemals vorher gesehen. Geh bloß nicht zu nah ins Wasser. Was ist, wenn es wieder da rausspringt? Wie ist es wohl hier reingekommen? Weißt du, wo Yakari ist, Regenbogen? Er ist wirklich schon sehr lange weg. Es wird noch ein furchtbares Gewitter geben. Er muss unbedingt nach Hause kommen. Er wird doch nicht etwa in den Sumpf geritten sein. Los, komm da weg, Yakari! Oh! Nicht, kleiner Donner! Es ist zu stark für uns! Lauf weg, du musst Hilfe holen! Schnell, kleiner Donner! Keine Angst, mir wird nichts passieren! Ganz ruhig, große Echse. Ich spreche deine Sprache, hörst du? Ist ja schon gut. Jetzt wünschte ich mir, ich könnte fliegen. Großer Adler! Du bist da! Was ist das für ein Tier, großer Adler? Es ist zum Fürchten. Und es ist genau wie du, Yakari. Es hat ebenso sehr Angst. Das macht es wütend und gewalttätig und sehr gefährlich. Deine Ahnung hat dich nicht getrogen, Yakari. Dieser Sumpf ist nicht sein Zuhause. Es kommt von weit, weit her und ist nun plötzlich an einem Ort gefangen, der viel zu klein für es ist. Ja, natürlich. Es hat eine Überschwemmung gegeben. So ist es hergekommen. Jetzt verstehe ich. Nur, wie soll es jetzt wieder nach Hause finden? Mit dem Wasser ist die Gefahr hergekommen, mit dem Wasser wird sie wieder verschwinden. Oh. Verschwinden? Wie denn nur? Ja, na klar. Ich muss eine Wasserrinne finden, damit du nach Hause zurück kannst. Das wollte großer Adler sagen. Nur ein bisschen mithelfen musst du dabei schon. Na los! Ja. Du wirst mir jetzt folgen. Yakari ist wirklich so ein Dickkopf. Das ist kein Ort für... Wer seid ihr denn wohl? Weißt du, wo ich Yakari finde? Er ist in Gefahr, richtig? Los, schnell! Ich weiß nicht, ob du mich verstehst, aber ich will dir helfen. Dieser Sumpf ist viel zu klein für dich. Du wirst hier niemals genug Futter finden. Ich führe dich raus. Na los, komm! Hoffentlich entwischt er diesem schrecklichen Ungeheuer. Oh nein, dieses große Schuppenmonster ist ja schneller als ein Pony. Schnell, Yakari, spring auf! Komm!
Tut mir leid, Yakari. Bring Regenbogen in Sicherheit, kleiner Donner. Und du? Ich muss das Tier zum Fluss locken. Das ist der einzige Weg, wie wir es wieder loswerden. Gut. Es hat geklappt. Ich glaube, jetzt sind wir beide gerettet. Nur noch ein kleines Stück. Haha! Na siehst du, mit diesem Fluss findest du ganz schnell wieder den Weg nach Haus.